Ich habe euch ja schon mal ein paar Mal hier das Gärtchen gezeigt und hier ist dieser Baum. Das ist ein Baum voller Bitterorangen. Und hier unten sind die Bitterorangen alle weg, wie ihr seht. Und da oben hängen noch ganz, ganz, ganz viele. Ja, es ist heute wieder ein wunderschöner Tag. Und was habe ich heute Morgen gemacht? Also diese Bitterorangen, die werden nicht gepflückt. Ja, keiner hier weiß, was man damit machen kann. Zum Essen sind sie zu bitter. Also hängen sie da und sie würden verrotten. Und ihr wisst, dass ich da, ja, dann immer, das tut mir dann weh. Das tut mir echt weh im Herzen, weil ich denke, das sind Früchte, die hat uns der Schöpfer geschenkt. Das sind wunderbare Früchte, die sind sehr sauer, aber sehr, sehr, sehr gesund. Und ja, was habe ich dann heute Morgen gemacht? Ich habe also hier Freunde gefragt, ob sie leere Gläser haben und habe im Bioladen ganz viel biologische etwas zum Süßen gekauft und das ist das Ergebnis von heute Morgen. Das sind die Geschenke, also ich kann das ja nicht mitnehmen im Flugzeug und deswegen kriegen ja die Freunde hier, die hier sind, die kriegen dann von mir ein Glas oder mehrere Gläser Bitterorangenmarmelade. Ich muss sagen, ich bin stolz auf mich selbst. Ja, ich darf mich ja auch selbst loben, denn es ist ziemlich gut gelungen. Also es schmeckt hervorragend und es ist auch schöne Konsistenz. Ich habe allerdings die, man nennt es ja auch Pomeranzen, ne? Ich habe sie allerdings auch geschält. Also ich habe nur ein ganz paar Schälchen, also kleingeschnittene Schalen drin gelassen. Ich habe es dann auch wirklich püriert, ist mehr ein Püree. Und habe also nur das Innere benutzt, also nur die reine Frucht, weil ich das besser finde, schmeckt besser. Und ja, und ihr seht, also das, was jetzt da noch hängt, würde, denke ich, noch mal mindestens diese Menge an Marmelade auch noch ergeben. Ihr seht, bei einigen ist auch noch der Schaum obendrauf, habe ich so drauf gelassen. Das ist also das, ja, das Mittel, was ist ein bisschen dick, denke ich, also kann sein, dass da, dass ich da bei denen da, seht ihr, das habe ich vielleicht so schnell in die Gläser gemacht, aber das andere sieht relativ gut aus und ich habe es probiert. Ich habe schon, ja, das schmeckt natürlich hervorragend mit Baguette, aber auch extrem lecker mit Käse. Also wirklich mit den französischen Käsesorten, ja, ich würde gerne eins oder zwei mitnehmen, aber geht einfach nicht, geht nicht. Es würde auch auslaufen vielleicht, also es ist mir alles zu riskant. Und dann müsste ich auch noch mehr Gepäck, also dann müsste ich noch ein größeres Handgepäck hinzufügen. Also ist es ein Geschenk für alle, die hier sind, dafür, dass ich hier so liebe Leute habe kennengelernt. Und ja, das ist das, was ich denn mache. Es hat auch unheimlich viel Spaß gemacht und ja, es tut mir weh, dass die alle noch da hängen. Da bräuchte ich auch eine größere Leiter. Ich hatte so ein kleines Küchenleiterchen. Es gibt allerdings eine Leiter hier in der Nachbarschaft. Ich meine, wenn ich noch mehr Gläser hätte, mal gucken, vielleicht mache ich das noch in den nächsten Tagen. Es ist einfach viel, ne? Es ist einfach schön, der Baum hängt voll. Und hier unten habe ich alles weggepflückt, hier in der Mitte. Aber da hängt immer noch viel und das wäre noch so viel gute Marmelade, wo sich viele Menschen drüber freuen würden. Mal schauen, ob ich das noch mache. Oh, es sieht doch schön aus, ich meine, gut, es sieht schön aus, die Orangen. Aber es ist schade, wenn sie nicht gepflückt werden und sie einfach, ja, verrotten. Das ist sehr, sehr schade. Das ist nicht der Sinn. Dafür kriegen wir das nicht geschenkt. Guck, da oben habe ich eine. Da hängt noch die halbe Schale dran.